Hallo liebe Freunde der grilltechnischen Unterhaltung, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es bei mir um eine Gans. Ich wollte unbedingt mal eine Gans machen, für Weihnachten als Übung quasi. Natürlich auf dem Gasgrill. Wie ich das mache, das könnt ihr euch jetzt anschauen. Als allererstes, mein Ziel ist es, unter 5 Stunden mit der ganzen Gans komplett durch zu sein. Mit allen Dazuarbeiten, mit allen Aufwärmzeiten, mit allen Abkühlzeiten komplett. Mal sehen, ob ich das schaffe. Ich habe mir mal sowas aufgeschrieben. Mal gucken, ob ich damit hinkomme. Zur Kontrolle habe ich hier Konstantin dabei. Der wird immer mal diesmal richtig eingestellt die Zeit dabei halten. Und wollen wir mal sehen, ob das so klappt, wie ich das vorhabe. Als ersten Schritt müssen wir mal die Gans vorbereiten. Und zwar kommt die komplett mit Flügeln. Die sind da noch komplett dran. Und die müssen wir erst ein bisschen stutzen. Ausgenommen ist sie schon, aber die ganzen Sachen, die man noch brauchen kann, Niere, Herz, Leber und so weiter, damit kann man nachher noch für die Soße kann man die brauchen. Und da kommen die Flügelchen hier auch dazu. Die müssen nur erstmal abgemacht werden. So, dafür ziehen wir die ein bisschen raus. Dann nimmt man sich ein Hackebeil und hackt hier im Gelenk durch. So, hier sind schon die Innereien. Die waren ja in einem Plastikbeutel in der Gans drinne. Jetzt kommen hier noch die Flügel dazu. Dann geht man hier hin. Hinten, der letzte Teil vom Bürzel, der muss komplett ab. Und den kann man auch nicht für die Suppe nehmen. Den kann man nur wegschmeißen, weil da sind die Fettdrüsen drin, womit die sich das Gefieder macht. So, dann sind hier hinten noch jede Menge Reste an Meerfett drin. Das muss auch raus. Und damit ist die Gans selber jetzt eigentlich auch schon vorbereitet. So, was ich auch noch für Schritt 1 brauche, sind ein paar andere Zutaten. Und zwar 3 Äpfel und ja, ich sag mal so ein paar Zwiebelchen. Ne? Die brauchen wir auch noch. Und Tafelsalz, unjodiert. Das Ganze schneiden wir einfach klein. Das ist völlig egal, ob mit Kerngehäuse, mit Schale. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Könnt ihr abmachen oder dran lassen. Weil das kommt nachher nicht, ist nachher nicht im Essen. Das soll nur Geschmack abgeben. Neben der Gans, dem Salz und der Aromazugabe brauchen wir natürlich noch eine Stunde Zeit und halt eine ganz schöne Menge kochendes Wasser. Das hier ist ein ganz normaler, ich sag mal, Einkochtopf, Würstchentopf, Glühweintopf, kann man nehmen, wofür man will. Ich habe hier nur diese Isomatte drum, weil ich den eigentlich auch manchmal zum Bierbrauen brauche. Und damit halt nicht so, man so viel Strom da reinballern muss, dass er die Wärme ein bisschen hält, ist der isoliert. Könnt ihr auch ohne machen, ist ja egal, bei einer Stunde. Denn eine Stunde lang kommt jetzt die Gans hier in das Wasser rein. Ich weiß natürlich noch nicht genau, wie viel Wasser. Deshalb habe ich den jetzt hier bis zu der Maximalmarkierung voll gemacht. Tu die Gans rein und nehme so viel Wasser weg, dass es gerade so reicht. Das machen wir jetzt erstmal rein damit. Also das war definitiv viel zu viel Wasser. Ich kann jetzt eine Menge abschöpfen. So eine Menge war es gar nicht. So, jetzt kommt hier noch ein bisschen Salz dazu. Und vorhin das kleingeschnittene Zeugs. Äpfel, Zwiebeln oder so. Das Ganze soll jetzt hier drin nicht kochen, sondern nur, sagen wir mal, 95 Grad versuche ich anzupeilen. Mal gucken, worauf es hinausläuft. Das bleibt jetzt eine Stunde lang da drin. Dafür habe ich hier in dem Topf auch Gott sei Dank einen Timer. So. Alles gut. So, die Gans ist jetzt drin. Die Flügel habe ich nochmal in der Mitte durchgehackt, weil ich das nachher ja im Topf machen will, die Soße. Damit die da schön reinpassen. Für die Soße brauche ich natürlich auch noch ein paar mehr Zutaten. Und zwar hier Suppengrün quasi und ein Apfel. Als Gewürze nehme ich dann Beifuß und also ein Löffel von diesem Wild- und Bratengewürz hier. Einfach nur, weil es ein bisschen weihnachtlich riecht schon, damit es auch so schmecken soll. Und natürlich macht man normal mit Rotwein, aber ich nehme jetzt mal Glühwein. Glühlein, wie man bei uns sagt.
Auf meinem Zeitplan werde ich die Soße auch so ein bisschen vorher kochen und dann eine Weile ziehen lassen. Und dann muss man das Ganze hier abseiern. Das werden wir sehen, wie das kommt. Ausprobieren. Das muss ich jetzt als allererstes mal klein schneiden. So, damit ist alles für die Soße vorbereitet. Ich habe hier noch eine Hühnerbouillon. Man kann auch Geflügelfond nehmen oder sonst irgendwas, was Flüssigkeit gibt und Geschmack. Das kommt nachher auch noch mit da rein. Der nächste Schritt ist jetzt die Füllung. Für die Füllung brauchen wir Semmelbrösel. Da kann man auch ganz einfach ein paar alte Brötchen nehmen. Ich kann die so klein rubbern. Das habe ich jetzt hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Das sollte auch ungefähr reichen. Neben den Semmelbröseln brauchen wir noch Äpfel, Apfelsinen, Rosinen und Mandeln. Ich weiß jetzt nicht, kommt da auch dieses Beifuß mit rein? Eher nicht, glaube ich. Ich mache ein bisschen Salz und Pfeffer dran und dann ist gut. Und um nachher die Füllung in der Gans auch drin zu behalten, brauchen wir natürlich hier ein bisschen Bindegarn. Weiß nicht, ich habe jetzt mal 1,5 Meter abgeschnitten ungefähr. Und ein paar Zahnstocher. Ganz einfach, zeige ich gleich kurz. Damit ist jetzt erstmal alles vorbereitet. Ich kann jetzt auch nicht direkt weitermachen und anfangen, das Süßchen zu kochen oder so, da ich erst erwarten muss, bis aus der Gans jetzt ein bisschen Fett ausgeschwommen ist. Oben hin, dann kann ich das nachher abschöpfen und mit weiter benutzen. Was ich machen kann, ich kann schon mal das hier klein schneiden. Das mache ich jetzt auch. Das muss man ja nicht unbedingt filmen, Apfel und das klein schneiden, oder? Nee. Die Gans, die war jetzt hier eine Stunde drin. Und jetzt versuche ich die mal da raus zu managen. Wunderbar. Was wir jetzt noch brauchen, ist für die Füllung ein bisschen von dem Fett, was hier drin oben schwimmt. Da habe ich von Fackelmann so eine super Kelle, die unten flach ist. Dafür nochmal danke, Axel. Von Axel Schulz lernen heißt ja siegen lernen. Das ist hier wunderbar zum Fett abschöpfen. Ach, da kommen immer 2-3 Kerl, das ist doch wohl. Jetzt gehen wir erstmal rein mit dem Zeug. Also mein Plan sieht jetzt vor, dass das Ding in einer Stunde mit Füllung vollgestopft auf dem Grill liegt und anfängt zu garen. Da habe ich ja wohl ein bisschen Zeit für die Füllung. Also, hier sind die Sachen, Äpfel und Orangen, die da reinkommen. Dann noch ein paar Mandeln. So, Ach komm. Wunderbar. Und Rosinen. Nicht so viele, ich mag die nicht so gerne. Essen ja, aber direkt haufenweise, nee, ich bin da kein Chinchilla. So, das jetzt mit ein bisschen Semmelbröseln so lange verkneten, bis ungefähr die Konsistenz ist, die man haben will. Ach, das geht bestimmt alles. Ja, wunderbar. Also, das waren 2 Brötchen. Das ist jetzt optimal. Und das kommt jetzt in die Gans rein. Ich habe immer noch ein bisschen Respekt, weil das Ding noch richtig heiß ist. Das wird wohl gehen. So, ein ganz kleiner Rest hat nicht reingepasst. Das ist mir jetzt dabei dann auch egal. So, jetzt geht's ans Zunähen. So, das Zunähen funktioniert jetzt folgendermaßen. Man geht hin mit Zahnstochern, piekst die eine Seite rein und dann auf der anderen Seite durch, bis man so durch ist. Und das macht man die ganze Öffnungsnaht lang. So wie man sieht, das geht immer wieder auf. Da ärgert man sich nur. Also oben anfangen. Dann braucht man den Faden. Fängt man hier an, in der Mitte, mit der Mitte oben. Einmal rum. Und
zusammenziehen, dann nächster Zahnstocher, so, so, wieder zusammenziehen. So, das ist jetzt leider nicht die beste Naht geworden. Sieht ein bisschen Frankenstein-mäßig aus, aber es wird schon besser sein, als wenn ich sie offen lasse. Und irgendwie haben die da wahrscheinlich, oder ich habe zu viel Haut weggeschnitten unten. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. So, um den Zeitplan im Auge zu behalten, die ganze Füllerei mit diesem stümperhaften Zusammennähen hat jetzt 20 Minuten gedauert. Das heißt, ich habe jetzt theoretisch 40 Minuten Zeit, um auf meinen Zeitplan aufzuholen. Was ich tun werde, ist, ich werde jetzt erstmal den Grill vorheizen und dann schon mal bei niedriger Temperatur die indirekt auf die Seite stellen. Und dann kann ich auch schon mal die Soße ansetzen. Also ab zum Grill! So, für die Soße noch ein bisschen Öl heiß und dann kommen die ganzen Flügelstücke, Nieren, Leber und alles da rein. Das ist jetzt gut angebraten. Jetzt kommt der Wein dazu. Falls man das Wein nennen kann. So, dann noch was von dem Beifuß. Na, das wird wohl reichen. Und ein bisschen hier was von dem Weihnachtsbratengewürz. Einfach mal zum Testen. So. Lalalala. Und hier rein, da kommen jetzt auch noch die Möhren, Äpfel und Orangen. Orange, Apfelsine, keine Ahnung. Ja, da kann ruhig noch was. So, das kann jetzt hier drauf köcheln. Ich habe den Seitenbrenner jetzt auf ganz klein gestellt. Das hat ja noch ein bisschen Zeit, bis wir die Soße brauchen. Also laut Zeitplan jetzt ungefähr noch ein bisschen mehr als 2 Stunden. So, ich habe die Gans jetzt hier schon indirekt zwischengelagert mit nur dem einen Brenner hier hinten an. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit der Temperatur so auf 180 Grad komme. Das will ich jetzt erstmal versuchen. Deshalb schiebe ich das hier rüber und mach noch hier hinten den Brenner mit an. Kann dann variieren und muss den Deckel nicht andauernd aufmachen. Die wird jetzt wahrscheinlich eine Stunde lang ungefähr bei 180 Grad und dann werde ich aufdrehen. Das werden wir dann sehen. Beide auf Mittel. Jetzt gucken wir mal, wo wir hinkommen mit der Temperatur. So, wollen wir auch mal beim Söschen gucken. Kurz bevor die nachher fertig ist, werde ich das hier noch auffüllen mit dem Hühnerfond und das danach abgießen dann. In der Zwischenzeit habe ich auch in dem Topf wieder 4-5 Liter Wasser reingetan und die jetzt da drin ein bisschen gekocht, damit der Topf nachher viel besser sauber geht, weil das ist schon doch schon eine Sauerei mit dem ganzen Gänsefett. Jetzt gucken wir mal, was man mit so einer Scheibe hier machen kann am Grill. Leider packt die Kamera das nicht so gut und die Taschenlampe macht ziemlich viel Geflacker. Aber man kann in Natura kann man richtig geil sehen, wie, wo der Bräunungsgrad ist und ob das irgendwie leicht anbrennt oder auch noch nicht. Ich glaube, ich werde jetzt mal den einen Zusatzbrenner, den ich hier eingeschaltet habe, ausmachen. 220 Grad haben wir. Er wird wahrscheinlich jetzt wieder auf 180 zurückgehen, aber schön langsam, dass es von der Zeit her passt. Jetzt wollen wir mal das Söschen durchs Sieb laufen lassen oder versauen, weiß ich noch nicht genau, sehen wir ja jetzt.
So, und jetzt zurück damit in den Topf. Das war jetzt quasi schon die ganze Nummer. Mal hier nochmal den Löffel. Sehr geil. Schmeckt nach Weihnachtsmarkt, wo ich auch hin wollte. Nicht zum Glühwein saufen, aber ist ja jetzt Glühwein dran, also sehr gut. Die kann jetzt schon mal bleiben, die kann ich nachher warm machen. Nach der Gans können wir auch noch mal gucken. Die ist jetzt schon mega gut. Aber die Klöße, die brauchen noch ein bisschen und der Rotkohl. Deshalb habe ich die jetzt wieder runtergesetzt auf so 150 Grad und das lassen wir jetzt mal ein bisschen laufen, bis das Zeug fertig ist. So Leute, die Klöße sind jetzt fertig, das heißt, die Gans kann auch angeschnitten werden. Ja, ich bin nicht so der super Künstler, was das Trangieren von Vögeln angeht. Wer meine anderen Videos kennt, hat das ja schon mal gesehen. Ich tue das nochmal. Oh, die geht schon so auseinander. Ich mache am besten erstmal die Brenner aus. Boah, das wird so heiß. Oh, heiß. Leute, ich weiß nicht, ich versuche das mal mit dem Mikrofon hinzukriegen. Messer. Mega knusprig. Jetzt gucken wir auch mal, ob die saftig ist. Bei der Frage Brust oder Keule nehme ich über Brust. Oh, die Haut kommt schon extra. Die ist echt mega geworden. Die Haut schön knusprig. Wie kann man das jetzt zeigen? Aber echt lecker. Boah. Ein bisschen. Ach, wer Ente mag, der mag auch ganz. Sehr geil. Vom Trockenheitsgrad würde ich jetzt sagen, ist definitiv noch saftig genug. Schneiden. Kann man das sehen? Hier ist noch Fett dran. Also ist nicht alles heiß, 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 heiß. Au. Aber. Aber. Die Methode mit dem Vorkochen. Und dann. Oh. Richtig lecker. Sehr geil, Leute. Ich lasse das mit dem Tranchieren jetzt andere Leute machen. Wir gehen jetzt, also ich gehe jetzt mit der Gans zusammen. Wir gehen jetzt rein, weil drin sitzen die anderen mit den Klößen und den Brotkohl und so. Wir wollen das ja jetzt mal testen. Die Haut, die ist mega. Ich guck mal hier allein die Haut, wenn man die so. Knaller. Das Messer ist nicht das schärfste. Kann ja die ganz nichts für. Und selbst wenn, kriegen wir die eh nicht mehr dran.
Sehr geil. In diesem Sinne. In diesem Sinne, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ein Kommentar von mir aus. Ach, Kommentar wäre mir eigentlich lieber. In diesem Sinne, bis zu meinem nächsten Video. Ciao.